Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an diesem Gespräch zum Thema Klassenpolitik in Zeiten von Corona. Ich bin Katharina Dahme und auch aktiv in der Linken, werde mich aber bei diesem Gespräch eher zurückhalten, weil wir nämlich spannende Gäste haben für dieses Gespräch. Das ist einmal Dana Lützkendorf. Sie ist Intensivpflegerin an der Berliner Charité, Europas größten Universitätsklinikum, und dort zugleich aktiv in der Gewerkschaft Verdi. Hallo Dana. Hallo. Dann ist außerdem bei uns Farina Kerekesh. Sie arbeitet als Verkäuferin im Einzelhandel und ist in den letzten Wochen doch etwas bekannter geworden durch den sogenannten Handelsaufstand, von dem sie nachher noch berichten wird. Hallo Farina Kerekesh, du bist auch in der Gewerkschaft Verdi. Und haben wir auf jeden Fall schon mal alle vier gemeinsam. Der vierte im Bunde, auf dessen Einladung wir auch hier zusammenkommen, ist Bernd Rixinger. Er ist Parteivorsitzender der Partei Die Linke und so wie wir alle auch Mitglied bei Verdi. Hallo Bernd. Hallo. Und die Bereiche, für die ihr steht, Dana und Farina, die sind ja äußerst unterschiedlich. Und trotzdem haben sie viele Gemeinsamkeiten. Da werden wir sicherlich noch drauf kommen und ich will nicht zu viel vorweggreifen, aber klar ist, es sind Bereiche, wo die Beschäftigten in der Regel zu sehr niedrigen Löhnen arbeiten müssen, zugleich aber unter schlechten Arbeitsbedingungen und die jetzt in der Corona-Krise nochmal gesondert auch hohem Gesundheitsrisiko ausgesetzt waren. Was auch gemeinsam ist den verschiedenen Beschäftigtengruppen, ist sicherlich, dass die Anerkennung zu wünschen übrig lässt, obwohl es so ein schwieriger Job ist. Das zumindest, kann man sagen, hat sich durch Corona in Worten schon ein bisschen geändert, sicherlich noch nicht in den Taten, die müssen erst noch folgen. Auf jeden Fall war es in den letzten Wochen für euch besonders stressig und ich möchte im Zuge dessen schon mal Danke sagen, dass ihr euch trotz dessen Zeit genommen habt für dieses Gespräch. Ja, von meiner Seite auch herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich sehr auf dieses Gespräch. Einerseits, weil wirklich die Beschäftigten in der Pflege, im Gesundheitswesen und im Handel mir besonders am Herzen liegen. Ich habe da jahrelang gewerkschaftlich viel gemacht, viele Streiks geführt in diesen Bereichen und glaube auch zu wissen, wie es dort zugeht. Aber auch als Linke sind es Beschäftigtengruppen, die uns sehr, sehr wichtig sind, weil wir ganz genau wissen, wie es dort zugeht, wenn man über Pflegenotstand redet oder wenn nur ein Drittel der Beschäftigten im Handel überhaupt unter Tarifverträge fällt. Alles Probleme, die nicht gelöst sind. Aber ich will gar nicht so viel reden, sondern erstmal die Frage stellen an Dana. Ihr seid ja jetzt überall zu Helden erklärt worden in dieser Corona-Krise. Gleichzeitig ist auch herausgekommen und öffentlich durchschaubar geworden, wie es in der Pflege und im Gesundheitswesen aussieht und dass Pflegenotstand nicht nur ein Slogan der Linken war, sondern tatsächlich überall aufgetreten ist. Wie geht es euch denn? Wie sieht es aus bei euch? Und wie geht ihr mit der Situation um, dass ihr jetzt überall praktisch hofiert werdet, aber sich trotzdem, glaube ich, nichts verbessert hat? Genau. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, wie sieht es bei uns aus? Naja, ich würde jetzt mal nicht nur von der Charité sprechen, sondern insgesamt erstmal von der Krankenhauslandschaft. Wir haben ja relativ früh angefangen, uns auf Corona vorzubereiten. Es ist relativ frühzeitig gesagt worden, dass die elektiven Maßnahmen runtergefahren werden sollen, damit die Möglichkeit ist, da ist die Corona-Patienten aufzunehmen. Es gab viele Umstrukturierungen. Einige Krankenhäuser waren schneller, andere weniger schnell. Da musste dann halt auch mit Nachdruck auch von Seiten der Betriebspersonalräte oder auch Gewerkschaft interveniert werden. Bei uns wurde das relativ früh angegangen, auch deswegen, weil man schon nach Italien geschaut hat, wie es dort sich entwickelt hat. Und wir haben uns sehr früh darauf vorbereitet und die elektiven Maßnahmen runtergefahren, sodass auch Personal frei wurde, was uns auf den Intensivstationen unterstützen kann. Sodass für mich im Moment die Situation, wie sie jetzt ist, Tatsache so ist, wie ich es mir wünsche. Also ich habe Tatsache Arbeitsbedingungen, wie ich sie mir auch vor Corona gewünscht habe und halt auch nach Corona. Also sodass genug Personalkapazitäten halt für die Versorgung von den Patienten da sind. Es wird anders aussehen, wenn die elektiven Maßnahmen jetzt peu à peu wieder hochfahren. Das ist ja geplant und das wird auch passieren. Und natürlich auch die Ausgangsbeschränkungen wieder gelockert sind, sodass die Situation sich in den nächsten Wochen, denke ich,
meine Einschätzung verschärfen wird. Und wir dann wieder das gleiche Problem haben wie halt auch vor der Krise, dass wir zu wenig sind, ein schlechtes Patientenpflegeverhältnis haben. Und das ist eigentlich so unser größtes Problem, was wir haben, warum wir auch gesagt haben, dass es jetzt wichtig ist, deutlich zu machen, woran das Gesundheitswesen krankt und was wir ja schon seit Jahren anmahnen. Es ist ja nicht so, dass das heute erst geboren ist, die Idee, für mehr Personal zu kämpfen oder für bessere Bezahlung, sondern das machen wir ja schon seit über 10 Jahren. Und unser Kampf für mehr Personal auch an der Charité ja gerade deswegen auch große Bedeutung gewonnen hat, weil das halt auch so ein wichtiges Thema war und jetzt auch in den letzten Jahren auch so viele andere Krankenhäuser mit eingestiegen sind, weil das einer der brennendsten Themen ist, dass es zu wenig Personal gibt. Und das wird nach der Krise noch uns begleiten und das wird uns jetzt begleiten. Das wird uns dauerhaft begleiten. Und genauso ist das in der Altenpflege, in der ambulanten Pflege. Ja. Auch gerade in der Altenpflege wird das jetzt offensichtlich, was eigentlich schon vorher offensichtlich war. Aber jetzt schaut jeder hin. Ja, und ich erwarte eigentlich schon auch in der Zukunft, dass auch weiterhin zugeschaut wird, auch wenn Corona irgendwann kein Thema mehr ist oder keiner mehr hören kann. Die Gefahr besteht ja auch. Ne? Also Corona wird weiter existieren, die nächsten 1,5 Jahre. Und wir werden aber wahrscheinlich mit unseren Berufen dann irgendwie in der Versenkung verschwinden. Also die Gefahr besteht ja. Und das gilt es zu vermeiden. Und deswegen müssen wir jetzt aktiv werden. Und das machen wir auch. Glaubst du denn, dass jetzt den Beschäftigten im Gesundheitswesen der Rücken gestärkt ist? Wenn diese Krise mal so halbwegs überwunden ist, die gewerkschaftliche oder die Bereitschaft, sich gewerkschaftlich zu organisieren und auch zu kämpfen für bessere Bezahlung, für mehr Pflegekräfte, für das Ende der Fallpauschalen und vieles andere mehr, dass dort Rückenwind existiert, weil wir haben doch einen sehr unterschiedlichen Organisationsgrad, eine sehr unterschiedliche Kampfbereitschaft in den Krankenhäusern, in der Altenpflege, sieht es ja eher noch viel dürftiger aus. Ihr seid eher an der Spitze, eine Speerspitze der Streik- und gewerkschaftlichen Bewegung. Aber könntet ihr das vielleicht gesellschaftlich den Beschäftigten im Rücken stärken und zu einer erhöhten Kampfbereitschaft führen? Naja, also genau, das sind auch meine Erwartungen, die ich auch an die Beschäftigten selber habe. Ja, nicht nur an die Gesellschaft, dass sie uns stärkt. Das ist einer meiner wesentlichen Forderung auch an die Beschäftigten, die jetzt sich ungerecht behandelt fühlen, ja, oder jetzt laut werden wollen. Also das ist ja das A und O, sich in der Gewerkschaft zu organisieren, weil dort kann man sich strukturiert sammeln, sich organisieren und eine Durchsetzungsmacht aufbauen. Ja, das kann man nicht als Einzelkämpferin, das kann man nicht irgendwo in versprengten kleinen Gruppen, ja, sondern in großen Organisationen kann man gemeinsam Stärke aufbauen und auch dann die Forderungen, die man hat, auch gemeinsam durchsetzen. Ja, und natürlich, du hast recht, mit dem jetzigen Organisationsgrad ist es halt wirklich schwierig. Ja? Die Pflegekräfte müssen sich mehr organisieren. Wenn sie eine Stimme bekommen wollen, dann müssen sie sich in der Gewerkschaft organisieren. Ja. Unbedingt. Wir diskutieren nachher noch, was wir alles zusammen machen können, aber erstmal vielleicht an Farina. Du hast irgendwie ist dir irgendwann mal der Kragen geplatzt, weil alle gesagt haben, was da tolle Leute, ihr seid da im Einzelhandel und hast du gesagt, okay, aber klatschen alleine hilft uns nicht weiter. Die Situation im Handel ist nicht so toll für die Beschäftigten. Da gibt es eine Menge Sachen, die zu bereinigen sind. Und wir müssen jetzt selbstbewusst sein und für unsere eigenen Positionen, für mehr Geld, für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Vielleicht kannst du mal kurz schildern, wie du die Lage siehst und warum du diese Petition gestartet hast. Ja, das war eigentlich ganz lustig. Ich habe was irgendwann ganz am Anfang von der Corona-Krise mal was gepostet über Dinge, die mich einfach unfassbar aufgeregt haben in meinem Arbeitsalltag, also Kundenverhalten, Umgang mit der Krise und so, aber eigentlich alles Sachen, die auch schon vorher ein Problem waren mit Kunden husten einen an, schlecken ihren Finger ab und so. Und das hat irgendwie einen Nerv getroffen bei super vielen Leuten. Das wurde, glaube ich, 1,5 Millionen Mal gelesen. Und daraufhin habe ich halt viele Interviewanfragen gekriegt. Und dann habe ich mir gedacht, okay,
jetzt habe ich einmal diese Öffentlichkeit für die Verkäuferinnen und Verkäufer, also auch für mich, was ja in der Regel eher nicht so der Fall war. Jetzt möchte ich auch politische Forderungen platzieren, die schon lange da sind, aber bis jetzt halt es nicht in die Öffentlichkeit geschafft haben. Und dadurch habe ich dann quasi auch die Petition gegründet, weil gerade ist ja nicht viel mit Streiken und so. Und das ist im Handel eh schwierig, weil super wenig nur organisiert sind bei der Verdi. Ich bin eine von den eher wenigen Menschen, die auch Verdi-Mitglied sind. Und ja, deswegen habe ich jetzt erstmal eine Online-Petition gemacht. Die hat auch schon knapp 20.000 Unterschriften. Wir brauchen natürlich noch mehr. Wo halt auch meine Hauptforderung ist, die Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge wiederherzustellen, weil wir haben natürlich ein Riesenproblem, was die Bezahlung betrifft. Also super viele Leute, also vor allem Frauen, arbeiten ja im Einzelhandel, 70%, werden halt später in Altersarmut landen, einfach weil sie so schlecht bezahlt werden. Ja, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ich im Handel fällt nur noch ein Drittel oder etwas mehr wie 35% überhaupt unter den Tarifverträgen. Jetzt machen die ganzen Handelskonzerne, Rewe, Edeka und Aldi, machen riesen Zeitungsanzeigen und Fernsehspots, wo sie die Helden praktisch des Einzelhandels hofieren und sich bedanken. Aber sie sind nach wie vor nicht bereit, der Mehrheit ihren Beschäftigten einen Tarifvertrag zu geben, ja, oder auch nur ernsthaft zu behandeln, dass der Tarifvertrag für alle Beschäftigten gilt. Und gerade Betriebe wie Rewe oder Edeka, die immer mehr Filialen auslagern, haben kaum noch Beschäftigte, die überhaupt unter den Tarifvertrag fallen. Ja? Also 2/3 und mehr der Beschäftigten sind nicht mehr im Tarifvertrag. Deswegen haben wir auch wir als Linke gesagt, hier muss doch der Tarifvertrag allgemeinverbindlich werden, wie schon mal war bis 2001. Siehst du das als die wichtigste Forderung an bei euch? Ja, also für mich ist es erstmal die wichtigste Forderung, die ich habe, also die ich auch in der Petition habe. Und also ja, diese ganzen Danksagungen, das Unternehmen, wo ich arbeite, macht das auch ganz groß mit Werbespots. Und ich will gar nicht wissen, wie viel der Scheiß gekostet hat, weil das können die sich nämlich sonst wohin stecken. Das bringt mir überhaupt nichts. Die sagen zwar Danke, aber ich muss 11-Stunden-Schichten kloppen wegen dieser Corona-Krise. Und wir reißen uns halt wirklich den Hintern auf im Laden. Und es ist gerade echt anstrengend zu arbeiten, auch jetzt mit der Maskenpflicht, weil wir dann ja auch 11 Stunden lang die Maske anhaben, was echt unangenehm ist. Also klar, ich finde es besser, dass jetzt alle eine anhaben, also auch alle Kunden. Aber es ist super anstrengend. Und dann um die Ecke zu kommen mit so einem läppischen Spot, danke, liebe Mitarbeiter, ihr seid alle so toll. Also wenn ich es mir aussuchen kann, dann möchte ich lieber, dass sich die Unternehmen an den Tarif binden und dann können die ihr Danke sein lassen. Genauso mit diesem Gutschein. Also viele Angestellte haben ja jetzt von ihren Arbeitgebern so Gutscheine gekriegt, womit sie dann einkaufen können. Ich habe auch einen gekriegt. Bei uns haben die das halt so anteilig gemacht, wie viele Stunden man arbeitet. Also manche haben halt 20 Euro gekriegt, andere irgendwie 50, andere 200 Euro. Und das bleibt ja auch alles im Unternehmen dann. So, also damit kommen die echt billig davon. Und ich finde es halt wirklich ein Witz. Es gibt einen Grund, warum zu den reichsten Deutschen vor allem die Händler zählen. Zum Beispiel die Aldi-Familie und Schwarz. Dirk Rossmann, Schwarz, genau. Also diese Millionen, die kommen ja nicht von irgendwoher. Die wurden ja auch erarbeitet. Und das haben ja die Leute erarbeitet, die im Laden stehen. Unter anderem, und dass man denen dann nicht mal ein gescheites Gehalt bezahlen kann, dass die halt gut über die Runden kommen und später vielleicht auch nicht in Altersarmut landen. Das finde ich einfach nur, das ist eine Schande. Haben sich denn die Beschäftigten aufgeregt über diesen Geiz, den da die Handelskonzerne gezeigt haben? Also ich fand es ja auch absolut lächerlich, nicht mal eine feste Zulage, nicht mal Geld, sondern praktisch einen Warengutschein, den man dann im eigenen Laden einlöst. Das war doch mehr als lächerlich. Ja, also ich weiß nicht genau, wie es die anderen sehen, aber ich habe schon so den Eindruck bei denen, mit denen ich drüber geredet habe, dass sie das auch für eher lächerlich halten. Ich
meine, klar ist es nett, wenn man ein bisschen was einkaufen kann, aber das bringt einen ja auch nicht weiter. So, das bezahlt die Miete nicht. So, davon kann man sich auch kein Benzin kaufen oder irgendwas. Ja, wir reden gleich weiter, wie vielleicht eine bessere Mobilisierung im Handel möglich ist und was wir dazu tun können. Zuerst nochmal die Frage an Dana. Ich meine, wenn ich hier so mit meinen Nachbarn rede, in Stuttgart oder überhaupt mit den Leuten, dann scheint es ja einen Konsens zu geben, nämlich dass das mit der Privatisierung der Krankenhäuser ein großer Fehler war, dass die Einsparung bei den Pflegekräften und im Gesundheitswesen falsch war. Und fast alle sind davon überzeugt, hier muss man besser bezahlen, hier muss mehr Personal her und Krankenhäuser dürfen nicht profitorientiert arbeiten. Wäre das nicht ein guter Ansatz für eine Kampagne, die man jetzt schon vorbereiten müsste, für eine völlige Neuordnung im Gesundheitswesen, wo man sagt, ohne Fallpauschalen, die Kosten werden erstattet, wir machen ordentliche Löhne für alle Beschäftigungsgruppen, aber im ersten Zug mal sofort 500 Euro mehr für die Pflegekräfte. Und grundsätzlich muss Gesundheit ein öffentliches Gut sein, das darf keine Ware sein. Wird es da nicht gute Ansatzpunkte geben, vielleicht wirklich Rückenwind auch von der Bevölkerung her? Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass es da Rückenwind von der Bevölkerung her geben wird. Wichtig ist, dass man eine gute Kampagne fährt. Ich kann da nur empfehlen, momentan das Bündnis Krankenhaus statt Fabrik zum Beispiel macht richtig gute Arbeit, um die Bevölkerung aufzuklären. Ja, woher der Kostendruck in den Krankenhäusern kommt, die Finanzierung, was daran falsch ist und ähnliches. Und die werden jetzt auch demnächst eine Kampagne starten dazu, um halt eben auch Gesellschaft hinter diesen Forderungen zu bringen. Weil ich glaube, die Gesellschaft oder die Bevölkerung oder viele in der Bevölkerung stehen, wenn man so eine Forderung jetzt sagt, ja genau, da stehe ich dahinter. Ne? Also Menschen vor Profite, ja, na klar, würden wir wahrscheinlich auch was für machen. Aber es ist nirgendwo organisiert, also wo die Menschen wissen, wo sie hin sollen oder mit wem sie das, also wo sie unterstützen können. Und genau, das ist ein Weg. Ich wünsche mir da aber auch trotzdem noch viel mehr Zusammenarbeit und Diskussion. Also es gibt natürlich auch in den verschiedenen Organisationen Diskussionen darüber und würde mir halt wünschen, dass wir die gemeinsamen Punkte, die wir haben, auch gemeinsam diskutieren und gemeinsam dann auch angehen, weil es, glaube ich, ja für uns alle wichtig ist, da nachhaltig was zu verändern an unserem Gesundheitssystem, aber vor allen Dingen auch an unseren Arbeitsbedingungen, weil was man nicht vergessen darf, so wie die Lage jetzt ist und so wie sie ja jetzt schon seit über 10 Jahren ist, also der permanente Abbau, ne, dann gab es zwar einen kleinen Aufbau, aber der hat die Last, die halt auf das Personal lastet, nicht genommen und viele Kollegen den Beruf verlassen oder in Teilzeit gehen und oder ins andere Land, also Norwegen, Schweden, die haben viel bessere Arbeitsbedingungen und die Leute fehlen uns ja auch am Ende, ja, und dann würde ich mir halt auch wünschen, dass durch die Verbesserungen und die Verschlechterungen kommen ja nur durch diese schlechtere Finanzierung der Krankenhäuser zustande oder durch diese Fehlfinanzierung, dass halt sich auch wieder mehr für den Beruf interessieren, weil es ist ein wahnsinnig schöner Beruf. Ich mache ihn unglaublich gerne, wirklich. Ich bin gerne auf Arbeit, ich habe ein klasse Team und ich gehe gern mit Patienten um und arbeite mit ihnen. Aber ich weiß, dass ich das so, wie die jetzigen Bedingungen sind, ich rede jetzt nicht von den Corona-Bedingungen, sondern von den Alltagsbedingungen, kann ich das nicht bis zur Rente machen. Und ich gehe dem System auch verloren. Ja, und das ist etwas, das ist ein Problem, was wir haben und das müssen wir angehen und das ist ein gesellschaftliches Problem. Denn ich bin irgendwann in dem Alter, wo ich Pflege brauche oder wo ich halt vielleicht auch eine Krankenhausversorgung brauche oder auch meine Mutter oder meine Freunde, wer auch immer. Und da möchte ich doch, dass die gut versorgt sind. Also, und das sollte doch für jeden Menschen, für meinen Nachbar, für auch meine Verkäuferin doch das gleiche Ansinnen sein, dafür zu kämpfen, dass wir genug Personal haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es dafür tatsächlich Rückenwind gibt, aber natürlich sollte man auch das Selbstbewusstsein der Beschäftigten, das ja jetzt eigentlich gestärkt sein müsste,
dass sie gesehen haben, ja, nicht die Banker und nicht die Finanzspekulanten und nicht die Manager sind systemrelevant, sondern die Pflegekräfte, die Beschäftigten im Einzelhandel, die sorgen dafür, dass die Gesellschaft überhaupt noch am Laufen gehalten wird und dass man irgendwie durch die Krise kommt. Ich finde, es ist erstmal ein guter Ansatzpunkt zu sagen, okay, wir machen alle unsere Arbeit gern, aber man kann auch gut pflegen mit einem guten Lohn. Man muss keinen schlechten dafür haben. Ja? Und man kann besser pflegen, wenn die Arbeitsbedingungen okay sind und der Personalschlüssel stimmt. Und ich sehe das irgendwie so, dass man gesehen hat, sehr schnell konnten einige Milliarden Euro für die Krankenhäuser mobilisiert werden. Aber strukturell hat man nichts geändert. Weder sind die Fallpauschalen abgeschafft worden, ja, die, also praktisch die betriebswirtschaftliche Kostenrechnung, noch hat man irgendwo mal angefangen, eine Zulage zu geben, die ein Einstieg ist für ein grundsätzlich höheres Gehalt. Das müsste man doch eigentlich skandalisieren und stärker auch sagen, okay, der Spahn tritt jetzt überall auf als Krisenmanager, aber eigentlich hat sich für uns gar nicht so viel geändert. Na, im Gegenteil, sondern es hat sich ja eher verschlechtert, ne? Weil seine, also das muss man sich bloß mal vorstellen, er hat sich am Montag da in seiner Townhall-Diskussion für gefeiert, dass er die Personaluntergrenzen ausgesetzt hat, die er ja eingeführt hat. Und damit die Krankenhäuser und auch wir bessere Entscheidungsmöglichkeiten haben. Das Problem wird sein, diese Personaluntergrenzen aussehen, so beschissen wie sie sind, und sie sind beschissen. Ja, die kann man nicht feiern, weil das also ein Schlag ins Gesicht für jede Pflegekraft ist, diese Personaluntergrenzen. Aber nichtsdestotrotz führen die dazu, dass die Intensivpflegekollegen noch mehr Patienten betreuen müssen. Denn was dieses Untergrenzengesetz schon geregelt hat, ist, dass eine Pflegekraft 2 Intensivpatienten betreut, was gut ist und wichtig, um es gut zu machen. Und diese Aufhebung dieser Untergrenzen hat dafür gesorgt, dass Pflegekräfte jetzt auch 4 oder 5 Patienten versorgen können. Das ist grenzenlos und das geht nicht. Und ich wollte gerne noch was zu dem Selbstbewusstsein sagen, was ich spüre. Also im Unterschied zu den Jahren zuvor ist, dass die Pflegekräfte Tatsache und auch die Gesundheitsbeschäftigten allgemein, nicht nur die Pflegekräfte. Ja, also wir haben ja so viele andere prekär Beschäftigte, auch im Gesundheitswesen, die alle outgesourced sind, was übrigens auch ein Riesenproblem ist und was beendet werden muss. Die haben ein Selbstbewusstsein gerade jetzt entwickelt, weil ihnen jetzt deutlich, also ihm war es schon vorher deutlich, aber weil es natürlich durch die Medien und auch durch die Nachbarn offensichtlich wurde, wie wichtig sie sind in diesem System Krankenhaus, in diesem System Gesundheitswesen und dass man ja dieses Selbstbewusstsein jetzt unbedingt nutzen muss. Also man muss jetzt strukturiert anfangen, diese Kollegen zu organisieren, weil sie gerade jetzt sensibel sind dafür, eingefangen zu werden und dass man mit ihnen gemeinsam was aufbaut, dass man vielleicht in Zukunft eine viel stärkere Durchsetzungsmacht hat, wenn es nämlich darum geht, Tarifverhandlungen zu führen oder höhere Tarife zu fordern. Ja, die Arbeitgeber wissen doch, wie schlecht wir organisiert sind. Ja, also muss man doch jetzt mal sagen, also wir sind nicht schlecht organisiert, sondern wir sind eigentlich mit der beste Fachbereich. Wir entwickeln uns nach oben und dennoch ist es meiner Meinung nach viel zu wenig und viel Luft nach oben. Und die Kollegen müssen verstehen, dass sie sich in der Gewerkschaft organisieren müssen, damit es gemeinsam möglich ist, die Forderung durchzusetzen. Ich glaube, dass man auch vermitteln muss, dass eine Stärke durch Organisierung und Kämpfe entsteht und nicht durch Beklatschen oder durch gesellschaftliche Anerkennung, die ist wichtig, die kann einem Rückenwind geben, ja, und kann einen Bündnispartner verschaffen. Aber man muss sich auf die eigenen Kräfte konzentrieren, weil nur wer für die eigenen Belange nicht kämpft, wird auch keinen Rückenwind durch andere bekommen. Und das gilt natürlich ja auch für die Einzelhändlerinnen, ja, also eine Branche, in der fast 2,5 Millionen Leute beschäftigt sind. Überwiegend Frauen mit zum Teil sehr, sehr prekären Bedingungen. Über die Tarifbindung haben wir ja schon gesprochen, aber da gibt es ja auch eine Menge anderer Missstände. Unterbeschäftigung mit zu wenig Stundenverträge, viele Befristungen, Abrufkräfte und. Wäre es nicht auch jetzt praktisch ein guter Ansatz, dieses, sagen wir mal, gestärkte Bewusstsein, dass man wichtig ist in der Gesellschaft, zu nutzen für Organisierung, aber auch für Kämpfe. Und ich habe immer ein bisschen vermisst, so als ehemaliger Geschäftsführer von Verdi, guckt man ja
auch als linker Vorsitzender genau hin, was passiert dort. Und ich habe viele Handelsbetriebe mit dem Streik geführt, dass eigentlich zu wenig dort läuft, um die Gegenseite unter Druck zu setzen, den Tarifvertrag endlich mal allgemeinverbindlich zu erklären oder auch Schluss zu machen mit diesen wirklich unwürdigen Arbeitsbedingungen und Bezahlungsmethoden. Siehst du da eine Chance, wenn Verdi vielleicht ein bisschen offensiver, politischer die ganze Sache angeht? Ja, ich sehe da eine gute Chance. Also man merkt schon, also die Unzufriedenheit unter den Menschen, die im Einzelhandel arbeiten, wächst. Weil auch einfach von den Unternehmen der Druck, wettbewerbsfähig zu sein, wächst. Und der größte Kostenfaktor für die Unternehmen sind halt meistens die Gehälter. Und deswegen wird da auch am meisten rumgeschraubt. Also ich konnte es in den letzten 12 Jahren selbst erleben, also so lange arbeite ich schon im Einzelhandel, dass halt immer mehr auf Profit geguckt wird und wie man produktiver sein kann und das in der Regel dazu geführt hat, dass Stunden abgebaut werden, also Leute auch in die Teilzeit reingedrängt werden so und es eigentlich kaum noch möglich ist, überhaupt einen Vollzeitjob zu kriegen, weil das halt nicht flexibel genug einsetzbar ist, wenn jemand in Vollzeit arbeitet. So, dementsprechend sind auch die Löhne viel schlechter geworden und es gibt halt diese Arbeitsverdichtung, also dass jetzt eine Person viel mehr in ihrer Zeit arbeiten muss als vorher. Also das merkt man schon bei den Leuten, also bei den Angestellten, das ist zumindest so mein Eindruck. Und ich glaube schon, dass es jetzt so ist, wie die Dana gerade eben auch gesagt hat, also dass die Leute jetzt dafür empfindlich werden, in die Gewerkschaft einzutreten, aber dafür muss halt auch eine Gewerkschaft kommen und sagen so, hey, tretet ein und wir unterstützen euch. Und ich habe noch nicht so den Eindruck, dass da super viel passiert oder es passiert viel zu langsam von der Verdi aus. Aber ich glaube, die hätten echt mega gute Chancen. Ja, ich war jetzt vor kurzem erst bei einer Betriebsversammlung von Edeka, die wir, also ehemalige Kaisers Kaffee in Berlin. Und weil wir damals viel dafür getan haben, dass die übernommen werden und nicht zerschlagen werden. Und da hat er auch sehr offensiv kritisiert, diese ganze Auslagerungen in Franchise-Nehmer und damit die Tarifflucht vom größten Lebensmitteleinzelhändler, der sich ja überall in den Werbekampagnen als die gibt, die Lebensmittel lieben, aber offensichtlich nicht so sehr ihre Beschäftigten und gar nichts dabei finden, dass die dann keinen Betriebsrat mehr haben, dass die keinen Tarifvertrag mehr haben. Und vielleicht erklärst du auch mal unseren Zuhörern, wie viel man denn eigentlich im Handel so verdient, wenn man in Vollzeit ist, wo das anfängt und wo das aufhört und ob man denn da wirklich vernünftig über die Runden kommt. Gerne. Also ich kann ja einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, was ich verdiene. So, das ist ja kein Geheimnis. Ich werde nach Tarif bezahlt, habe ich Glück gehabt. Und ich bin in der Endstufe, also das heißt, mein Gehalt kann nicht weiter steigen, weil nach 6 Jahren ist Schluss. Und ich verdiene brutto 2.550 Euro und ich kriege raus 1.650. So, wenn ich in Steuerklasse 1 bin. Ich habe jetzt geheiratet, das hat sich ein bisschen geändert, aber die meisten sind Steuerklasse 1, da hat man sehr viele Abzüge. Und ja, das ist nicht viel dafür, dass ich in der Endstufe bin und dass sich nichts weiterentwickeln wird. Und mit 30 Stunden bin ich ja auch noch gut dran. Die meisten kriegen nicht mal 30 Stunden, sondern deutlich darunter, so 15, 20, 25 Stunden die Woche. Kann man sich jetzt mal ausrechnen mit Rente und Geld beiseite legen. Und wenn ich jetzt nicht in einer Partnerschaft leben würde, wo man dann zusammen in einer Wohnung lebt und sich Geld sparen kann, also wenn ich alleine leben würde, würde ich gerade so über die Runden kommen. Also wirklich gerade so, ohne dass ich mir jetzt großartig noch was auf die Seite legen kann mit Miete und Auto und Essen muss ich ja auch noch kaufen. Das ist wirklich wenig und das ist die höchste Stufe im Tarifgehalt. Genau, die meisten verdienen weniger oder es sind ja überhaupt nur rund 30%, wenn ich richtig informiert bin, in Vollzeit. Die haben ja längst diese ganzen Teilzeit- und flexiblen Zeitsysteme
wo die Leute noch weniger kriegen und viele, insbesondere auch die Alleinerziehenden, sind wirklich einem hohen Armutsrisiko ausgesetzt. Also ich glaube, wir müssen alles tun und wir werden es unterstützen, zu sagen, da muss wirklich geglotzt werden. Wir haben ja sofort gesagt, 500 Euro mehr und nicht irgendwelche Almosen. Also da muss es richtige Schritte geben und allgemeinverbindliche Tarifverträge. Ja. Vielleicht eine Frage an Dana. Also es ist ja nicht ganz zufällig, dass überall, wo solche Notzustände sind, wo die Bezahlung geringer ist, überwiegend Frauenbeschäftigung ist. Also im Handel sind überwiegend Frauen, im Gesundheitswesen sind auch überwiegend Frauen. Müssen wir da nicht ein bisschen auch überlegen, mehr gemeinsam zu machen? Also es durchzieht ja den ganzen Dienstleistungsbereich. Es gibt ja kein Land, wo der Unterschied zwischen industrieller Arbeit, wie die bezahlt wird, und Dienstleistungsarbeit mit Personen, wo der so groß ist. Also es gibt ja keinen Grund, warum jemand in der Automobilindustrie keinen objektiven 1.000 Euro mehr im Monat verdient als eine Pflegekraft. Müsste man nicht auch jetzt hat sich ja auch gezeigt, dass es nicht nur die Krankenpflege ist, noch viel ärmer dran ist, die Altenpflege, müsste man dann gucken, dass diese Dienstleistungsbereiche mehr auch politisch gemeinsam auftreten und auch gemeinsame Aktionen organisieren. Ich meine, klar, gemeinsam streiken ist manchmal schwierig, aber auch dort könnte man vielleicht das eine oder andere machen. Ja, auf jeden Fall bin ich also auf jeden Fall dafür, die Kämpfe gemeinsam zu führen, weil man ja dann noch stärker wirkt. Aber es ist ja insgesamt, wie mit allem, ist ja die Organisierung ja das Problem. Also ich sag mal so, uns erstmal in einem Feld zu organisieren, ja, und das stark zu machen und dann halt gemeinsam mit anderen das zu machen, ist wichtig. Aber gerade bei uns, wo die Nähe zur Altenpflege ist, würde ich mir das wünschen. Also ich glaube, dem steht auch überhaupt gar nichts im Weg, dass man gemeinsame Kämpfe führt für eine bessere Versorgung der Bevölkerung und für bessere Arbeitsbedingungen. Also da spricht, glaube ich, nichts dagegen. Und ich glaube, es spricht auch nichts dagegen, dass man auch gemeinsam darüber beratschlagt, das auch mit anderen Bereichen zu machen, wie den Einzelhandel oder Post oder was auch immer. Also ich glaube, oder dem öffentlichen Nahverkehr. Also ich glaube, da sind Parallelen überall, wo man durchaus auch gemeinsam Proteste organisieren kann. Ja. Ich habe ja da ein bisschen den Begriff geprägt, der verbindende Klassenpolitik, dass man die Verbindungen der verschiedenen Beschäftigungsgruppen, die ja immer mehr voneinander aufgespalten werden sollen, auch in prekäre, nicht prekäre, oder du hast es ja angesprochen, mit den Ausgliederungen, das betrifft ja gerade die Küchen und die Reinigungskräfte und zum Teil auch inzwischen schon Handwerker und andere. Das sind ja alles Methoden der Tarifflucht, dann aber auch der Spaltung, ja, dass man keine gemeinsamen Interessen sieht. Wie gesagt, als ich noch da so ein bisschen Streikführer in Stuttgart war, habe ich immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass wenn die Termine gepasst haben, dass es gemeinsame Streikversammlungen mit Handel und wer gerade sonst noch dabei war und den Beschäftigten im öffentlichen Dienst gab und man auch gemeinsam demonstriert hat und sich gegenseitig vermittelt hat, dass man gleiche Interessen hat, ja, und dass man für gleiche Ziele kämpft. Ich glaube, das entsteht nicht von alleine, sondern das sind Dinge, die immer wieder bewusst gemacht werden müssen, ja, und auf die man auch immer in der innergewerkschaftlichen Auseinandersetzung darauf hinweisen muss, überhaupt jetzt im öffentlichen Sektor, wo es ja auch um politische Fragen geht. Ich nehme mal an, nach dieser Krise, wenn dann die Rechnungen präsentiert werden, werden die Verteilungskämpfe härter werden und nicht einfacher. Ja? Und es wird sich natürlich die Frage stellen, wer wird das alles bezahlen? Ja? Und ich glaube nicht, dass es ohne Umverteilung und ohne, dass wir es schaffen, dass Reiche und Vermögende zur Kasse gebeten werden, dass wir das nachhaltig und positiv hinkriegen. Also diese Sachen müssten miteinander verbunden werden. Das könnte ja aber auch wirklich eine politische Stärke der Gewerkschaftsbewegung sein, dass sie das Feld neben der tariflichen eben auch auf die politische legt. Bessere Finanzausstattung, ein Gesetz, das praktisch die Personalbemessung regelt und ähnliche Dinge. Vielleicht kann man das jetzt schneller und massiver auf die Tagesordnung setzen.
Das wird ja auch getan. Also es ist Tatsache so, dass es ja auch eine Entwicklung gibt innerhalb unserer Gewerkschaft. Und ich glaube, ich kann mich erinnern, also wenn man so eigene Kämpfe führt oder in eigenen Vorbereitungen steckt zu Streikmaßnahmen und so weiter, dann geht das häufig unter, dass vielleicht auch ein anderer Fachbereich gerade in einer wichtigen Auseinandersetzung ist. Aber ich kann mich erinnern, dass wir bei unserem Streik für mehr Personal, ich glaube, das war 15, zusammen mit der Deutschen Post auch oder was gemacht haben, also einen Demonstrationstag da zur Bannmeile, am Hauptbahnhof da demonstriert haben. Also, und das war eine super tolle Aktion, die auch super viel Spaß gemacht hat. Also auch die Kollegen bestärkt hat und ja, auch, glaube die auch die Kollegen von der Deutschen Post beflügelt hat. Also genau, so eine Erinnerung sollten uns bestärken, sowas in Zukunft auch nicht, also weiter ins Auge zu fassen. Und gerade eben, weil die Verteilungskämpfe beginnen werden und eben auch, glaube ich, es schwieriger wird in der Bevölkerung, auch Forderungen für bessere Bezahlung in der Pflege oder im Einzelhandel durchzusetzen. Ob das viel Rückhalt haben wird, das weiß ich nicht. Ich habe da wirklich, ja, wird schwierig werden und ich glaube, so die nächsten Jahre werden schwieriger, noch schwieriger werden als die Jahre zuvor. Umso wichtiger ist es ja, dass eben sich noch mehr Menschen organisieren und eben nicht, dass wir warten, bis die Gewerkschaft zu uns kommt. Also das würde ich jetzt auch gerne euch im Einzelhandel empfehlen, sondern ihr geht auf die Gewerkschaft zu. Und denn die Gewerkschaft ist keine Stellvertreterverein, sondern es ist ein Mitmachverein. Es ist eine, ja, da sind wir diejenigen, das Ehrenamt, wir die Beschäftigten, diejenigen, die uns organisieren. Und die Gewerkschaft unterstützt uns dabei. Ja, wenn ich, dann kann man den Ball wieder an Farina geben. Ich glaube auch, aber ich weiß natürlich, dass es im Handel ungleich schwieriger ist, weil alles so zerflattert ist, weil man die Leute durch die langen Öffnungszeiten bis 22 Uhr oder länger und den Samstag auch noch kaum noch versammeln kann, braucht man praktisch sowieso dort auch neue Methoden und neue Herangehensweisen. Meine Erfahrung ist ein bisschen, dass die Organisierung auch durch die Kämpfe erfolgt. Also man kann auch in einem schlechter organisierten Betrieb anfangen, Streiks zu organisieren und hinterher ist der Organisationsgrad besser. Oft ist der Schritt gar nicht so groß. Ich merke immer nur, dass die Erfahrung fehlt. Die Erfahrung, dass man zusammenhält und dass man solidarisch ist. Sobald die Leute die Erfahrung machen und merken, sie haben die Kraft und sie können auch gar nicht so leicht angegangen werden von ihren Führungskräften, dann ist es praktisch ein Durchbruch. Und genau solche Prozesse muss man vielleicht stärker jetzt organisieren und die Gunst der Stunde nutzen, wenn jetzt so langsam wieder alles aufgemacht wird, mit den Forderungen auf den Plan zu treten und auch die Leute zu organisieren und zu sagen, jetzt formulieren wir mal konkrete Ziele, jetzt lassen wir uns nicht mehr gefallen, dass so mit uns umgesprungen wird. Also ich würde zum Schluss ein bisschen plädieren, dass wir die betrieblichen und die tariflichen Kämpfe stärker mit den politischen Auseinandersetzungen verbinden und da auch einen Beitrag dazu leisten, dass die Leute sich für ihre eigenen Belange im politischen Raum mehr engagieren. Vielleicht ganz zum Schluss noch ein paar Sätze. Seht ihr da eine Chance dafür, dass das nicht nur bei Appellen bleibt, sondern dass wir dort auch die Leute mit erreichen können? Also so von meiner Seite aus auf jeden Fall, weil das machen wir ja nun auch schon etwas länger, denn unsere Auseinandersetzung für mehr Personal hat ja dazu geführt, dass es Gesetzesentwicklungen in der Bundesregierung gegeben hat. Die sind nicht zufriedenstellend, aber wir sind ja auch noch nicht fertig mit dem Kämpfen. Also wir machen natürlich weiter. Und die PPR 2.0 wäre zum Beispiel ein so ein Instrument zur Personalbemessung, die wir durchgesetzt haben wollen und wo wir auch weiter für kämpfen werden. Und das ist ja etwas Politisches. Also ich glaube schon, dass sich das politische Bewusstsein auch bei den Kollegen im Betrieb geändert hat. Ich glaube auch, dass so im Gegensatz zu, deswegen, ich stelle ja nur die Entwicklung dar, so kann der Einzelhandel ja auch hinkommen, ne? Dass die, das war lange Zeit auch so, dass Pflegekräfte gesagt haben, ihr müsst mal machen. Das macht die Gewerkschaft schon und da hat die Gewerkschaft wieder Mist gebaut und so. Und jetzt kommt
zunehmend das Verständnis dazu, dass es eben auch, dass die Forderungen auch an die Politik zu stellen sind, ne? Dass die Gewerkschaft auch das, die Macht hat, wenn man vereint kämpft, halt auch politisch Dinge durchzusetzen. Und das Bewusstsein entwickelt sich. Man muss halt irgendwo anfangen. Und wenn das so eine Person ist wie Farinha, dann glaube ich, kann das da auch was werden. Einer fängt immer an. Einer bringt den Stein ins Rollen und dann geht das weiter. Es wird noch ein bisschen dauern, braucht einen langen Atem, aber es wird. Also ich sehe das Ganze auch als Anfang einer Bewegung an und hoffe, dass es auch weitergeht. Ich habe ja nicht nur die Petition, sondern gleichzeitig auch eine Facebook-Gruppe, wo ich jetzt erstmal Menschen dazu einlade, die gerne da weiter dranbleiben würden, also aus dem Handel, dass die da reingehen können, um sich mit mir zu organisieren. Da sind jetzt auch schon über 150 Leute drin und ich sehe das halt als Anfang. So, ich glaube nicht, dass sich jetzt direkt nach der Krise etwas ändern wird, wahrscheinlich eher nicht, aber was sich auf jeden Fall geändert hat, ist, dass sich halt schon 150 Leute organisiert haben und das ist ein guter Anfang, finde ich. Ja, ich glaube, genauso muss man sehen. Ich fand es ein tolles Gespräch. Wir müssen ja wissen, im Gesundheitswesen sind 6 Millionen Beschäftigte in Deutschland, das ist die größte Branche überhaupt. Im Einzelhandel sind 2,3 bis 2,5 Millionen Beschäftigte und im ganzen Handel über 3 Millionen. Wir sprechen gerade über zwei Branchen, die über 9 Millionen Beschäftigte hat. Also das ist wirklich eine Größenordnung. Und wo die Politiker im Allgemeinen nicht aufmarschieren, wenn irgendwie ein Laden geschlossen wird oder wenn die Beschäftigte keine Tarifverträge haben, sondern da muss man selber auf sich aufmerksam machen und selber die Sache in die Hand nehmen. Ich finde es eigentlich ein Skandal, weil sowohl die Pflegekräfte wie die Beschäftigten im Handel haben Besseres verdient. Sie haben verdient, dass sie ordentlich bezahlt werden, dass sie nicht eine Armutsrente bekommen und sie haben auch verdient, dass sie Arbeitsbedingungen haben, wo sie ein ganzes Leben lang arbeiten können und nicht nur ein paar Jahre, weil man es nicht mehr aushält. Und sie haben auch verdient, dass ihre Arbeit, die gesellschaftlich so wertvoll ist, respektiert wird. Und das wird ein wichtiger politischer Kampf. Wir sind gerne bereit, nicht nur euch zu unterstützen, sondern diese Kämpfe ganz aktiv mitzuführen. Und ich glaube, dafür brauchen wir Optimismus, Ausdauer, Fantasie und aber auch das Besinnen auf die eigene Kraft, weil ihr müsst wissen, ohne euch geht gar nichts. Ja, in diesem Sinne also auch nochmal dann abschließend. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ihr habt ja jetzt selber in der Schlussrunde auch schon angesprochen, die Ausgangssituation in jedem Kampf wird besser, wenn man mehr ist. Das gilt nicht nur für die Gewerkschaft und auch für eure Felder, sondern natürlich auch für die Linke, wo wir uns auch immer freuen, wenn noch mehr Mitstreiterinnen und Mitstreiter uns unterstützen, weil wir auch viele Forderungen, über die wir heute gesprochen haben, auch als Linke unterstützen. Hinweisen will ich an der Stelle vielleicht zumindest exemplarisch einmal auf den Aufruf, den man finden kann unter pflegenotstand-stoppen.de. Da kann man auch, ohne dass man selber sich organisieren muss, weil man vielleicht gar nicht in dem Beschäftigtengrund unterwegs ist, diesen Kampf unterstützen, indem man eine Petition unterstützt und sich weiter engagieren. Euch jetzt auf jeden Fall auch für die kommenden Auseinandersetzungen oder uns besser gesagt viel Kraft und hoffentlich dann auch die nötigen Erfolge.